Der Zuschauer darf sich auf eine abenteuerliche Reise freuen in ein ziemlich unbekanntes Land, wo merkwürdige Rituale herrschen und wo eine europäische Kultur auf eine hochentwickelte Kultur des Regenwaldes trifft. Und da passieren dann allerhand Verwicklungen. Ein Europäer, ein Italiener, ist sozusagen verschwunden. Man weiß nicht wo und man weiß nicht wie. Und seine Freundin Isabella geht auf die Reise, ihn zu finden. Sie hat einen Gefährten dabei, Taddeo, mit dem sie vielleicht auch ein Verhältnis hat, könnte sein. Und die beiden treffen dann in einem Dschungel auf ein gestrandetes Flugzeug. Das ist sozusagen abgestürzt und das könnte das Flugzeug sein von dem vermissten Freund. Und dort herrscht aber eine andere Kultur, eine Kultur, die uns unbekannt ist, die quasi im Regenwald noch nicht erforscht war oder ist bis jetzt. Und der Häuptling dieser Kultur verliebt sich aber auch in Isabella, in diese Italienerin. Womit wir eine Konstellation hätten, wo drei Männer die gleiche Frau begehren. Und dann noch dazu kommt, dass dort in dem Urwald andere, nicht nur klimatische Verhältnisse herrschen, sondern andere auch kulturelle Rituale sind. Und das gibt dann allerlei Komplikationen, aber auch sehr köstliche Studien über Fremdheit, über Anderssein, über wie verhalte ich mich in Extremsituationen. Auf der einen Seite sind das sehr lebensfrohe Charaktere, also gerade Isabella ist wirklich eine femme forte, die also mit diesen drei Männern relativ geschickt umgeht und auch in so einer Extremsituation ziemlich gut klarkommt. Auf der anderen Seite hat auch sie eine ganz tiefe Seite, wenn sie zum Beispiel im zweiten Teil es schafft, durch den Gedanken an Italien, an das Vaterland, die anderen noch verzauberten Italiener eigentlich zurückzuverzaubern, nur durch die Erinnerung. Das ist schon eine sehr auch tiefe Seite. Genauso zum Beispiel Taddeo, den man erst so ein bisschen als tapsigen Onkel abtun könnte. Der entpuppt sich dann doch als relativ genauer Beobachter der Situation und versteht dann auch, dass er am Ende Isabella eigentlich verloren hat und dann besser im Urwald bleibt. Und das ist eigentlich fast so ein bisschen ein trauriger Charakter. Also es ist eine sehr schön ausgewogene Mischung dieser Personagen, wie überhaupt das Stück einfach perfekt komponiert ist. Also ich glaube, neben dem Barbier von Sevilla ist das sozusagen ein Stück, wo man eigentlich fast keine Note ändern darf oder soll, weil es einfach so toll ausgewogen ist.